Mein Name ist Nagel Gudrun, ich bin die Abteilungsvorständin für die Lebensmittel- und Biotechnologie hier an der Schule am Franziskus-Josephinum in Wieselburg. Ich stehe gerade vor unserer Forschungseinheit für die Lebensmitteltechnologie, also dem Lebensmitteltechnologischen Zentrum, kurz LNTZ genannt, wo wir Lebensmittel herstellen, wo wir Produktentwicklungen machen können und wo wir natürlich auch unseren Schülern diese ganzen Lebensmittel untersuchen können. In der Lebensmittel- und Biotechnologie ist es uns wichtig, dass wir die Theorie mit der Praxis sehr gut vereinen. Und wir betrachten nicht nur das Lebensmittel, wenn es schon fertig am Teller liegt oder wenn wir es als Konsument kaufen können, sondern wir betrachten das Ganze schon von der Urproduktion weg. Schwerpunkt ist natürlich die Lebensmittelherstellung, die Produktentwicklung und die Analytik dazu. Die Sensorik ist wichtig, damit wir natürlich dem Konsumenten ein ansprechendes Produkt geben können. Es soll ja schmecken und gut aussehen. Einzigartig ist die Zusatzausbildung zum Dampfkesselwärter. Die braucht man, wenn man einen Lebensmittelbetrieb hat, damit man auch alles wieder reinigen kann, dass man die Geräte und die Räumlichkeiten desinfiziert. Die Berufsaussichten sind genauso wie unsere Ausbildung sehr vielfältig. Denn unsere Absolventen arbeiten in der Lebensmittelwirtschaft, bei der Produktherstellung, bei der Entwicklung, im Controlling, in der Qualitätssicherung. Natürlich arbeiten sie auch in der Chemie- und Pharmaindustrie und ganz was Spezielles im Bauwesen, in der Analytik. Und zwar auch eine Fassade muss natürlich witterungsbeständig sein und auch hier sind unsere Absolventen anzutreffen. Aber sie übernehmen auch zum Teil den Betrieb zu Hause und machen eine Direktvermarktung. Und da brauchen sie natürlich neue Produkte und da kommen sie wieder zu uns und entwickeln neue Produkte. Und das freut uns natürlich im Besonderen.